So, jetzt haben wir hier auch mal ein bisschen Ruhe auf unserem Planeten. Jetzt kann ich auch mit gutem Gewissen den Planeten verlassen und woanders hingehen. Nice. Schön. Weißt du über die Löcher Bescheid? Wie ich gerade zugemacht habe? I don't know. Ich weiß nix. Ich sehe nix. Ich weiß nix. Warum bist du so langsam? Hallo? Da. Ja, man kann aber auch Energie von denen abzapfen. Ah, okay. Too late. Aber gut, als ob wir jetzt die nötige Forschung hätten, um das hätten machen zu können. Ich glaube nicht. Du hast doch noch nicht einmal den Planeten vollgebaut und willst schon weg? Hä, Gedax? Du weißt schon, dass es hier nicht alle Ressourcen gibt, oder? Das ist ja der Sinn dahinter. Du bleibst ja nicht, ich sag mal, 30 Stunden oder so auf dem Planeten, sondern, ne? Weiß nicht, was auf einem Planeten ist. Achso, okay. Weil, also ich sag mal so, das hier generieren wir ja quasi nur über ein Provisorium, indem wir das hier aus Stein machen. Das ist halt sehr, sehr teuer, weil 10 Stein gibt gerade mal einen Silikonerz. Das ist halt kacke. Und Titan kriegen wir hier halt gar nicht. Und das sind halt unsere Kernelemente, um weiterzukommen, weil hier brauchen wir zum Beispiel für die Mikrokristalline brauchen wir Zeug. Oder auch hier brauchen wir halt Titan. Da brauchen wir ja einmal das hier. Und das braucht Titan. Und wir brauchen Diamanten. Weil ich gerade sehe, dass ich... Da fehlt sogar noch eine Forschung, wie es aussieht. Halt, falsch schon. Die ist, glaube ich... Muss ich kurz überlegen. Oh, das wäre vielleicht nicht verkehrt, falls wir auf einem Lava-Planeten sind. Gleich mal forschen. Macht auch Sinn, die Dinger irgendwann zu haben. Doch, wir haben das schon hier. Wir haben es doch schon. Nee, das ist das andere. Ich hätte schwören können. Warte mal. Das sind Diamanten. Das ist doch Diamant, oder? Ach, da. Hier, mein Gott. Blindfisch. Welt als noch eine Base hier links und auf dem nächsten Planeten sind noch viel mehr. Oh je. Es gibt häufig mehrere planetare Basen und solange der Hive im Planetensystem noch da ist, spawnen auch immer wieder neue. Mit den Thermalkraftwerken kannst du die Energie aus den Löchern zapfen. Auch? Echt? Hätte ich das hier auch machen können? Ich dachte, die sind nur für die Ding da. Für die Lava, weil es ja hier drauf steht. Schade. Schade, schade. Weil ihr gerade schreibt, dass die auch wiederkommen. Kann das auch passieren, dass die auch hier kommen? Oh, guck mal, wir haben hier 0,1. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen Aufmerksamkeit jetzt errungen, weil wir ja den Planeten befreit haben. Nee, kannst dort auch. Weiß nicht, wenn du die Platten wieder löscht, dann hast du, dass du es setzen kannst. Okay. Okay, dann wäre es quasi nicht verkehrt, trotzdem zur Sicherheit mal den einen oder anderen Raketenturm irgendwo hinzusetzen. Also ich glaube definitiv, dass ich hier einsetzen werde. Und der ist ein Fließbandeingang. Der hat da seinen Fließbandeingang. Ja, war ja klar. Das sieht man ja auch so super, ne? Nee. Ach, Mann. Entschuldigung. So. Tap. Tap. So. Dass wir einfach ein bisschen Base Defense haben. Funktioniert das? Ja, oder? Ja, okay. Also falls die dann wieder spawnen sollten und dann auch mal wieder vorbeikommen, zumindest der Teil hier ist schon mal geschützt. Ist doch schon mal nicht verkehrt. Ist zwar jetzt nicht das Wichtigste hier. Warte mal. Ja, die schmelzen.
da. Und vielleicht da noch einen hin. Da. Weil ich denke, ich kriege ja irgendwie Warnungen oder so. Ah, halt, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich schon 50. Und dann kriegt er sogar die volle Breite. Ah, nee, warte mal. Der kriegt nicht die volle Breite. Der kriegt auch nur 50. Ich krieg die volle Breite. So. Okay, dann haben wir das. Dann nehmen wir definitiv Drohnen mit. Die bauen wir doch auch irgendwo provisorisch. Da. Eine. Weil uns... Ach so, ja. Stimmt, Eisen. Jetzt ist die Frage. Also ich glaube... Ich werde jetzt irgendwo eine Kiste hinstellen. Aber wir müssen mal Gedanken machen, was wir mitnehmen. Weil ich werde jetzt nicht mit so einem vollen Inventar darüber düsen. Macht da keinen Sinn. Vielleicht soll ich noch kurz eine Kistenproduktion machen. Die fehlt uns immer noch. Ich habe es jetzt schon tausendmal erwähnt. Die fehlt immer noch. Wir haben hier... Komm, die bauen wir jetzt hier hin. Hier haben wir Platz. Reißen wir das mal kurz ab. So. Machen wir hier kurz weiter. So, einmal dahin und dahin. Braucht man denn so viele Stacks an Zahnrädern? Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Die waren halt in meinem Inventar. So. Bauen wir auch einfach zwei. Ich baue immer gern zwei Anlagen. Einfach damit es ein bisschen schneller geht. Ich komme mit den kleinen Kisten ganz gut klar. Deswegen sehe ich es jetzt nicht ein, irgendwie große Kisten zu bauen. 4-4. Von dem her ist wurscht, wie ich sie ansetze. So. So ein bisschen Symmetrie will ich ja noch bewahren. So. Eine Güte. Okay. Dann Strom. Der eine baut gar nicht. So, was ist da los? Ach, da ist eine Schmelze drauf. Nein! Ach, Mann, ich hasse diese Hotkeys. Ich kann mir die Scheiße nicht merken. Komm mal an den Punkt. Wer denkt sich sowas auch aus? Oh, die Scheiße. Wenn man die Factorio-Steuerung gewohnt ist. Das ist grausam. Das ist grausam. Aber das müsste ich auch kopiert kriegen, oder? Ja, okay, weil ich brauche keine riesen Lagerkiste. Okay, dann wir machen jetzt einfach... Ich glaube, wir haben sogar eine Müllkiste da hinten. Die nutzen wir jetzt nochmal und packen das Zeug rein. Ich werde das jetzt nicht hier überall reinsortieren. Da, das ist doch unsere Müllkiste hier. Genau. Jetzt sortieren wir mal ganz kurz... Was ich definitiv nicht brauche, sind die drei Sachen. So, ich glaube, Eisen macht Sinn mitzunehmen. Ein bisschen Silikon können wir mitnehmen. Weil viel brauchen wir nicht, weil wir nehmen ja die ganzen Anlagen mit. Ich denke auch mal, die ganzen Antriebe und so brauchen wir eigentlich nicht. So, Fließbänder müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. So, das Inventar würde ich mal so lassen. Solar. Auf jeden Fall Solar mitnehmen. Wo war die Anlage? Die Solaranlage sollte hier irgendwo sein. Da. Akkus. Okay, jetzt habe ich die Dinger weggepackt. Warte mal.
Dann sammle ich die nochmal ein. Das waren... Welche waren das? Die hier, ne? Genau. Das war da einfach nochmal... Akkus mitnehmen. Hallo, guten Abend. Tungskukäfend. Tunguskäfend. So, meine Fresse. Wer lesen kann, ne? Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Windrädern? Nee. Hatte ich nicht vor. Also Windräder wollte ich eigentlich nicht mehr bauen. Ich werde jetzt noch den hier mitnehmen. Brauchen wir wieder die gleichen Dinger. Hätte ich das gewusst. Ich nehme es einfach mit, scheiß drauf. Auf jeden Fall Sprit. Sonst kommen wir nicht mehr zurück. Weil ich weiß ja gar nicht, ob ich auf den Lava-Planeten komme, ne? Von dem her lasse ich es mal, brauche ich noch keinen. So. Wir nehmen mit. Wir haben 34 Bergbaumaschinen. Das reicht erstmal. Nehmen wir mal ein 100er Stack Strommasten mit. Wir nehmen ein Stack davon mit. Ein Stack davon. Greifer haben wir eigentlich genug. 123 von den billigen. Füll mal auf. Wir füllen jetzt einfach mal die Stacks auf. Dann brauche ich Maschinen. Habe ich 50 Stück. Das ist in Ordnung. Ah, guck mal. Schaltkreise gehen jetzt aus, wie man sieht. Durch die Munitionsfabrik. So, dann nehme ich auf jeden Fall mal davon einiges mit. Und ich glaube, von den guten Fließbändern auch mal noch ein paar. So. Produziert Solar immer Strom? Wenn du es an die richtige Stelle setzt, ja. Also ich habe es noch nicht an die richtige Stelle gesetzt. Die richtige Stelle wären quasi beide Pole, wenn ich das richtig verstehe. Wenn du beide Pole hast, dann hast du irgendwie immer einen Dauerstrom, wenn ich das richtig verstanden habe. Tokuska Event. Uff, okay. So, Eisenplatten möchte ich auf jeden Fall noch ein paar mitnehmen, weil kann man immer gut gebrauchen. Genauso wie Kupferplatten. Aber mal zwei Stacks mitnehmen, da zwei Stacks mitnehmen. So, dann haben wir gesehen, die Schaltkreise gehen geradeaus. Das können wir abreißen und nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. So. Zack, zack. Ah, schade, hat nicht mehr gereicht. Ich glaube, ich habe eine Arena vernommen im Chat. Da werde ich auch gleich mal mitmachen. Ausrufezeichen FFA. So, mal die Produktion eben verdreifacht. Und vielleicht dann einmal hier upgraden. Und das da upgraden und das Fließband upgraden. Nochmal hier schauen. Okay, Beton haben wir auch dabei im Notfall. Ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Kisten, genau. Sollten jetzt ja auch welche gebaut sein. Die wollen wir auch mitnehmen. Eins der Kisten noch mitnehmen. So, ey, siehe da, Tokuska Event GZ zu 1200 Dossitala GZ, GZ. Und halt einmal um den Äquator rum, dann hast du auch immer einen Teil im Licht. Du kannst auch einfach einen Ring um den Äquator bauen. Wie sieht man denn den Äquator? Kann man sich den einblenden lassen? Ich meine, klar, der Äquator müsste ja... Nee, wie sieht man das denn? Man könnte doch auch irgendwie so ein Raster einblenden, ne? Das ging hier nicht, ne? Aua, Crit. Ah, cool. So. Ach, guck mal, das sind unsere Defense Range.
Ah, haben wir doch gut abgedeckt, die Fabrik. Da hinten gar nicht. Solar auch nicht. Okay. Ist im Grid die dicke Linie? Ja, kann man sich das Grid einblenden lassen, ohne ein Gebäude in der Hand zu haben? Weil so sehe ich es ja auch nicht. Oder muss ich jetzt hier ein Gebäude in die Hand nehmen und gucken? Bisschen umständlich, ne? Ab wann ist die Linie dick? Das ist der Pol? Die Linie hier? Die hier? Oder? Wenn du was bauen willst, erscheint ja immer ein Raster und der Äquator hat eine dicke Linie. Nein. Geil! Dann weiß ich nicht, was hier eine dicke Linie ist, weil ich sehe hier keine dicke Linie. Die sind für mich alle gleich dick. Das könnte eine dicke Linie sein. Dossi, in der Mitte des Planeten. Ja. Der Planet ist rund, Alter. Wo ist da Mitte? Das, ja, dann ist doch das die Linie. So, ich bin leider raus für heute. Ich bin komplett fertig. Euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Lücke, danke fürs dabei sein. Mach's gut, haust rein und danke für den Support. Bye, bye. Äquator geht parallel zu den beiden Polen an den dicksten Stellen des Planeten. An den dicksten Stellen des Planeten. Also für mich sind das dicke Linien, sorry. Wenn das für euch keine dicken Linien sind, dann weiß ich es auch nicht. Aber für mich sind das dicke Linien hier. Für Gus kann auch nur Nein schreiben. Sei es drum, ich will ja jetzt eh kein Solar bauen, ist mir jetzt auch wurscht. Ja, für uns auch. Dankeschön. Dankeschön. Mein. So, apropos. Das ist die Planetenview. Halt. Und das ist die Star Map. So. Ich kenne mich da ja gar nicht aus. Das hier ist ein Eisplanet. Eisgigant. Das ist wirklich ein Gigant. Im Vergleich zu unserem Planeten ist das Ding ja riesig. Wir hatten hier einen Planet Scorchetia. Whatever. Oh, guck mal da. Da. Oh, da ist ein Hive auf jeden Fall drauf, wie man hier sieht. Frag einfach einer bei seiner neuen Dicke in die Kreuzung, der du folgst. Ein Gasriese eigentlich. Das ist ein Gasriese. Warum steht denn der Eisgigant dran? Das ist das Gas. Kein Ding, okay. So. Wir suchen ja. Hier hätten wir Titan, aber kein Silikon. Ist natürlich die Frage, gibt's nicht, dass wir jetzt, aber es wäre halt der naheliegendste, ne? Den Rest sehen wir ja noch gar nicht, ach je. Okay. Kompass. Ich kenne mich mit dieser Karte noch gar nicht aus. North Pole Lock. Klick mal wieder hier drauf, so. Ist der Rest noch gar nicht erreichbar für uns? Kann das sein? Ach, falsch übersetzt. Okay. Also haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, erstmal dahin zu gehen, wenn ich das richtig sehe. Ich meine, da ist Titan immerhin, aber halt kein Silikon. Also müssten wir immer noch Silikon mit Stein hermachen. Ich meine, klar, 15 Millionen Stein ist auch nicht wenig. Was fliegt da rum? Ah, das ist die Verbindung vom Hive, hä? Ja, da fliegt, ist auf jeden Fall vom, hier. Da, der Hive schickt da gut hin. Da ist noch ein bisschen mehr, das ist mehr Relaisstation. Hier gäbe es, oh, voll wenig Silikon, gerade mal 500.000. Also das klingt für mich ein bisschen wenig. Wieso sehen wir denn so wenig von der Karte? Ist das einfach, weil wir noch schlecht in der Forschung sind, oder? Aktuell wirst du nur das Sonnensystem bereisen können. Okay, ja, gell, also bleibt mir quasi nichts anderes übrig, als da jetzt hinzugehen. Probieren wir es mal aus.
Es ist schon gefühlt 100 Jahre her. Eigentlich nur 3, aber egal. Mit dem Fliegen. Ich habe keine Ahnung. Da müsst ihr mich gleich nochmal einleiten. So. In Cruise Mode, you can fly the Mecha to different planets or planetary systems by following the arrows in space navigation. Hold Shift to accelerate or S to slow down. You can also press Q, R or hold the right mouse button to fly sideways. Aha. Wo ist denn jetzt dieser scheiß Planet hin? Ich wollte dahin, ne? Oder? Fisfa. Da wollten wir noch hin. Oh je. Der sieht echt unappetitlich aus, der Planet, muss ich sagen. Universe Exploration. Halleluja. Titan. Guck mal, da ist schon Titan, Copper, Stone. Erstmal wieder hier Ding aktivieren. Wahrscheinlich macht es erstmal Sinn. Warte mal, wo ist der Feind? Ist der Feind da mächtig? Gar nicht so mächtig, ne? Den hätten wir auch gleich attackieren können mit Raketen und so einem Kram. Aber wir sind jetzt erstmal auf der anderen Seite. Sehr gut. Wir sind auf der komplett anderen Seite. Das ist gut. Ganz schön duster hier. Wo ist denn die Sonne? Kann das sein, dass wir... Ne, da war ja hell, ne? Ja, okay. Also es macht auf jeden Fall Sinn, hier Strom zu machen. Die Sonne geht so auf. Thermal gibt es hier keins wahrscheinlich, weil es ja kein Lava-Planet ist. Außer halt die Dinge. Jetzt Titan noch, Copper. Oh, halt, ich fliege in die falsche Richtung. So, ich probiere jetzt was aus. Wir gehen jetzt hierher. So, hier ist halt der ganze Gedöns. Jetzt mal gucken. Kann man irgendwie... Muss ich so bauen, ne? Ich glaube, ich muss so rum bauen. So rum ist es, glaube ich, einfacher. Okay, warte mal. Ich habe das noch nie so gemacht. Deswegen ganz kurz das Testen. Servus, Bama. Moin. Also Tunguska, wenn es dir nicht passt, geh einfach. Wenn du hier im Chat auch noch meinst, rumschreien zu müssen mit Nein, ne? Dann kannst du auch gehen. Ganz ehrlich. Na, sonst muss hier gleich Nova noch aufräumen. Wieso kann ich denn... Collide with Unlocked. Okay, der macht das ein bisschen doof. So geht's, okay. So wollte ich das haben. So. So viel wir halt haben, ne? Wow, toll. Gibt Lücken. Ah, okay. Damit muss ich leben. Und das war's, ne? Mehr haben wir nicht. Ne, doch, wir haben noch viel mehr. Wir haben noch viel mehr, okay. Will dir doch nur helfen, ja? Ich habe aber nicht gesagt, sag mir, wie ich zu bauen habe, ich gehorche dir. Und wer mit Caps Lock im Chat schreibt, der schreit für mich und man muss mich nicht anschreien. Ganz einfach. Das sind so die normalsten Chat-Regeln, die es auf der Welt gibt. Naja, am Pol scheint es ja doch recht dunkel zu sein, selbst Sonnenzugang gewendeter Seite. Ist es dunkel hier? Oder ist es gerade nur Zufall, dass es dunkel ist? Das ist jetzt die Frage, wo die Sonne gerade ist, ne? Ich meine, hier ist Moment, warte mal, gab es nicht so eine Ansicht? Schaut mal. Warte.
Wo geht sie denn gerade hin, die Sonne? Die geht so auf, ne? Ja, jetzt kommt sie doch so langsam. Oh, man sieht es ganz schlecht. Ja, irgendwie bin ich davon gerade auch nicht so überzeugt. Wir lassen es jetzt erstmal so. Aber noch ein bisschen. Ich packe jetzt mal die Dinger. Schade, dass es hier so eng ist. Muss ich es von Hand bauen. Ja, da passt es nicht mehr rein. Ach komm, man hätte es wenigstens so designen können, dass hier ein Dritter reinpasst. Naja. So, was haben wir hier? Total Power auf Cluster. Okay, 100 Megawatt. So, Ressourcen haben wir an. Jetzt gucken wir erstmal, wo Titan ist. Titan Wayne haben wir direkt da. Also ziehen wir erstmal ein kleines Stromnetz. Das mit dem Ziehen klappt auch irgendwie nicht so. Nee, irgendwie will es nicht. Weder Shift noch STRG. Geht das bei Strom nicht? Plus drücken? Du kannst auch Plus drücken, wenn du etwas ziehen willst, dann geht es auch. Plus? Muss ich kurz testen, was du meinst. Ach, da macht er die Dinger enger. Ah, okay. Okay. Das Zeichen gibt ein Stäbchen da nicht. Ah, okay. So. Da haben wir unser gutes Titan. Ich würde sagen, abbauen macht ja hier Sinn und ich glaube auch verarbeiten macht hier Sinn. Also ich denke mal nicht, dass das Roherz Sinn macht mitzunehmen, oder? Dass man es lieber hier auch gleich zu Titan einschmelzt, gehe ich mal von aus. So, kriegen wir hier irgendwo eine gute Position hin. 4 ist natürlich sehr bescheiden. Guck mal, die Seite ist doch gut. 6, 7? Ja, 7 ist doch schon mal was. 7 taugt. Jetzt sehe ich nichts mehr, weil das Symbol da drauf ist. Toll. 5. Ah, da war wieder 7. Also mit 7 finde ich immer gut. Sechs ist hart an der Grenze. Ich glaube, mehr kommt mich hier nicht ran. Dann lieber 6. Wie 5. Das müsste reichen. So. Ja, genau, lieber vor Ort verarbeiten. Okay. Zum Barren machen und dann verschicken ist sinnvoll. Okay. Okay. Dann, wir haben doch. Oh, aber die Blaupause ist absolut Grütze. Mein Kupfer können wir eigentlich auch hier abbauen und dann darüber schicken, logischerweise. Ich setz. Oder die war kacke, ne? Ja, ich baue sie neu. Die Blaupause ist kacke. Absolute Grütze. Ich glaube einfach, wenn ich sie rausnehme. So, ich muss nur kurz überlegen. Wenn hier die Ärzte sind. Ich muss jetzt ja gar nicht so nah dran bauen. Das Geile an dem Planeten ist, wir haben hier sau viel Platz. Kein Wasser im Weg. Das ist super. Weil dann packen wir es nämlich jetzt einfach hier hin. Machen wir einfach 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann braucht man natürlich einmal das da.
So. Na. So. Und dann haben wir hier unseren Eingang. Perfekt. Nee. Symmetrie. Also, zumindest versuche ich's. So. Dann hätten wir nämlich hier. Und dann machen wir davon jetzt gleich eine Blaupause. Strommasten fehlen noch, richtig. Da haben wir jetzt hier keinen Platz, aber wir. Gut, wir hätten es jetzt ein bisschen auseinanderbauen können, hätten wir hier einen Strommasten reinsetzen können, weil die Reichweite, aber wir können auch einfach quasi. Ah, das ist aber auch hässlich so, oder? Dann hätte ich jetzt quasi so die Strommasten. Wenn ich es aber. Nee, das gefällt mir nicht. Wir machen es doch mit Dreierblöcken. Ah, der Außen. Der reicht nicht? Ernsthaft? Mal verarsche. Wahrscheinlich der dann auch nicht, oder? Ja. Aber damit komme ich auch klar. Machen wir halt da noch einen Strommasten hin und da geht's halt schlecht, ne? Hier einen Strommasten setzen. Wobei ich muss die Schmelze ja gar nicht von vorne anschließen. Ich kann die auch seitlich anschließen. Quasi so ran. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt mal als Blaupause. So. Speichern das. Da ist ein Ofen. Melting MK1 nennen wir das Ganze. So. Haben wir jetzt unsere alte Blaupause überschrieben, ne? Weil die nämlich den gleichen Namen hatte. Jetzt gucken. Das ist sie, ja. Okay, dann passt's. Und theoretisch können wir da nochmal eine hinsetzen. Theoretisch können wir die sogar so hinsetzen. Es schaut so aus, als ob zur einen Seite hin auseinander geht. Ja, das liegt an der Krümmung des Planeten. Deswegen ist das so. Ich hätte sie vielleicht. Oh, guck mal, wir haben einen Stern gebaut. Cool. Ein Stern. Vielleicht hätte ich die Blaupause. Oder die Planet. Ja, man soll ja eigentlich immer so bauen, ne? Man soll ja immer in die eine Richtung bauen. Aber jetzt ist mal so. Ich finde es jetzt nicht tragisch. So, mal gucken, wie wir das anschließen. Rein theoretisch können wir hier so ein Ding bauen. Zack. Fürs Erz. Why not? Hätte gern ein paar Dositaler. Ein paar Dositaler. Ja, okay, okay. Ja, kriegst du gleich. Und freut mich, dass es funktioniert mit der Message. Du kannst auch, wenn du eine Schmelze fertig hast, also das Rezept ausgewählt und die Sorte platziert hast, mit STRG das Gebäude samt Rezept und den Sorte sozusagen kopieren und auf die anderen zeichnen.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Du kannst auch, wenn du eine Schmitze fertig hast, also das Rezept ausgewählt und die Sorte platziert hast, was ich ja quasi ziehen. Okay, warte mal. Das habe ich jetzt. Okay, warte mal. Ich stelle mal eine ein, nur dass ich es mal sehe. Titan. Ich kann hier ziehen. Das mit dem Ziehen kapiere ich nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Also ich würde es halt so machen, aber... Infektorius Rezept verteilen. Aber das meine ich doch nicht mit STRG. Also ich, also das hier funktioniert nicht mit STRG. Ich krieg zwar hier so einen komischen Greifhand, aber ne, ich mach's jetzt halt mit dem guten Komma und Punkt. Oder meintet ihr jetzt quasi so, ne, und dann einmal draufziehen? Geht aber auch nicht. Ah. Ist aber auch eine Beschriftung hier. So, du einmal da drauf. Kann glaube ich sein, dass die beiden hier schon auf jeden Fall ein schnelleres brauchen. Da gehen wir auf jeden Fall auch schon mal hoch. So. War es nicht Shift zum komplett kopieren? Bin mir aber nicht mehr sicher, zu lange her. Also ich mache Punkt und Komma. Mit Komma kopiere ich. Und mit Punkt füge ich ein. Mit Shift kopiere ich, genau. Vielleicht wurde auch das verwechselt. Also mit Shift funktioniert das, genau. So konnte ich ja vorhin ja auch eine Seite quasi komplett nochmal neu ziehen. So. Jetzt gucken wir mal, weil ich glaube, stromtechnisch haben wir noch nicht so viel. Oh, mein Headset. Moment. Wollte mal ein bisschen Strom reinstecken. So. Also Erzfutterer verbrauchen natürlich noch nicht so viel, das ist klar. So, anscheinend fehlt hier noch der Saft. Ah. Würde gerne. So, wir bauen glaube ich zu wenig ab, als dass wir beides versorgen können. 33 Megawatt sind noch stabil. Ein bisschen wenig Akkus haben wir. Ich habe ja noch ein paar da. Würde ich vielleicht mal... Ja, hier vielleicht jetzt nicht, aber... Ja komm, hier schadet es nicht. Die Dinger einfach mal aufzusetzen kurz. Oh, danke. Danke fürs Nichtstun. So. Ah, die haben den eigenen Ding. Sehr gut. So, Titan hätten wir. Quasi etwas, was wir abschicken können. Rein theoretisch können wir auch mal gucken, weil wir verbrauchen definitiv zu viel. Und da hinten hat es auch noch Titan. Hier, 1,3. Ich habe jetzt weder Raketen noch habe ich einen... Ah, warte mal, ich könnte hier mal... Zumindest das hier mal setzen. So. Dass wir zumindest mal 4 Drohnen da haben, die hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Frisst natürlich ein bisschen mehr Strom, ist klar.
Silikon haben wir auch noch nicht, ne? Ah, stimmt, das gibt's ja gar nicht. Also, macht es jetzt Sinn, den Stein hier wirklich abzubauen und dann daraus Silikon zu machen? Auch wenn es eine 10:1 Mischung ist? Macht das Sinn? Weil wir haben ja hier keine Silikonerze. So, parallel mache ich kurz mal die Wechselstube für den guten Burma. Einmal 1000 Dollar, bitteschön. Tsching. So, parallel können wir schon mal hier die nächsten Melzen setzen. So. Guten Abend, Johnny Mac, einen wunderschönen guten Abend. Upsa. Hast du nicht auf dem anderen Planeten Silikon? Auf welchem anderen Planeten? Ist so ein Gasriese. Auf meinem habe ich keinen. Also auf meinem Heimatplaneten habe ich ja auch nur Silikon aus Stein gemacht. Und sonst habe ich ja hier keinen Planet. In meinem System ist er sonst keiner. Der nächste ist er da, also, ne? Weil das ist ja nur Gas. Oder hatte ich hier Silikon? Ne, guck hier, nix. Ja, der mit 540, den habe ich doch nur durch Zufall irgendwo angeklickt. Der ist irgendwo, keine Ahnung. War das der da hinten? Ich glaube, der da hinten war es. Der da hier. Ja, hier. Aber der ist halt... Guck mal, wie weit der weg ist. Der ist am Arsch der Welt. Der ist ja ganz da hinten. Ganz nah am Hive. Guck mal, wie nah der am Hive fliegt. Bin mir nicht sicher, wie... cool das ist. Okay, also gerade ausprobiert. Schmelzen setzen, Arme setzen, Rezept auswählen und damit Shift plus Klick die Schmelze anklicken. Dann kopiert der alles, auch die Arme. Nur die Fließbänder müssen vorher gesetzt sein. Ja, das weiß ich. Genau, das ist korrekt. So habe ich es ja vorhin gemacht, als wir gemerkt haben, dass wir zu nah bauen. Da habe ich ja dann die drei abgerissen, die Strommasten gesetzt und einfach Copy-Paste mit Shift gemacht. Korrekt. So nah hatte ich noch nie einen Planeten. Okay. Ich hatte generell noch nie einen Planeten. Das müssen wir eigentlich... da! Hab mich schon gewundert, wo es ist. Okay, das sollten wir vielleicht mal aktivieren. Das haben wir noch gar nicht geforscht. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben... Wir hätten vielleicht ein bisschen mehr wie 50 Schmelzen mitnehmen sollen, sich gerade. Das hat ihm ansatzweise gereicht. Okay, was? Na, also jetzt ist es doch richtig schön in der Sonne, ne? Also, weiß gar nicht, was ihr hattet vorher. Ich glaube, ich werde es noch ein bisschen erweitern, solange ich noch ein bisschen Solar im Inventar habe. Vor allem cool aus, ne? So. Ja, das ist ärgerlich. Perfekt. Das überlege ich gerade. Wir brauchen ja eh Schmelzen, also können wir auch noch mal zurückfliegen. Habe ich noch Raketen im Inventar? Jawohl, dann werde ich nämlich einen Raketenturm hier mal hinsetzen. Ich meine, wir sind jetzt bei 34, aber wer weiß. Wer weiß. Nachher greifen die an. Wir müssen auf jeden Fall dran denken, dass wir Munition mitnehmen. Dass wir das nicht vergessen. Oh, guck mal, ich sehe schon, das Band hier ist zu langsam. Kann man noch ein bisschen pimpen. Okay.
Da hat sich nämlich gestaut. Während die zwei zu wenig sind. So, ich meine, wir haben ja schon Defense durch den hier. Deswegen, da wir da hinten noch keine Defense haben, packt man den da hin. Jetzt habe ich selber natürlich keine Drohnen mehr, aber das macht nichts. Haben die Planeten dort auch Sommer und Winter wegen der Neigung der Achse? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Wir könnten theoretisch auch, ich werde mal hier so eine Kiste setzen, dass wir mal ein paar Sachen da lassen. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon mal hier sind und ich habe Beton im Inventar, können wir doch auch ein bisschen mal hier schön machen, oder? Mal ein bisschen zeigen, dass wir da sind. Nieder mit diesem komischen Rot. Oh, warst du schon? Ja. Sieht doch schon mal ein bisschen eleganter aus, wenn hier ein Beton so langsam ist. So. Lass mal die Solardinger da. Ersatzsprit lassen wir da. Und den Rest lassen wir im Inventar. Okay. Da ich mir immer noch sehr unsicher bin, was das Fliegen angeht, speichere ich auch da noch mal kurz ein bisschen ab. Weil ich damit immer noch nicht so ganz vertraut bin. So. Vor allem, weil ich immer nicht sehe, wo unser Ding ist. Mal kurz stoppen. Da.